Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Diese Woche ist Asia-Woche und davon habe ich mich inspirieren lassen und einen Glasnudelsalat mit Pangasiusfilet und einer gebratenen Ananas zubereitet. Das Ganze geht wirklich sehr schnell. Das heißt, wenn ihr heute oder morgen wirklich wenig Zeit habt, dann könnt ihr dieses Rezept zubereiten. Man kann es übrigens auch warm oder kalt essen. Also entweder zubereiten und sofort verzehren oder zubereiten und am nächsten Tag oder am Abend verzehren. Sehr lecker. Wenn ihr kein Fan von Glasnudeln seid, gibt es auch alternative Nudeln, auch Asianudeln, die passen auch perfekt dazu. Ich muss allerdings sagen, dass ich Glasnudeln sehr gerne mag und ich habe die mit so einer richtig schönen Marinade einfach zubereitet und damit geht es auch direkt los mit der Marinade. Ich zeige euch mal die Zutaten, die ihr jetzt gesamt braucht und wie gesagt, innerhalb von 20 Minuten habt ihr euer Rezept fertig. Für die Marinade nehme ich den Saft einer Zitrone, 4 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl und 1 Esslöffel Currypaste. Ich habe jetzt hier die rote. Mit Pfeffer wird das Ganze abgeschmeckt. Und für den Salat verwende ich eine reife Ananas, 200 Gramm Glasnudeln, 4 bis 5 Frühlingszwiebeln, 600 Gramm Pangasiusfilet, der ist jetzt aus dem TK und auch bereits schon gewürzt und mariniert, 150 Gramm Edamame, das sind die Bohnen aus dem Tiefkühlfach, 1 Esslöffel Sesam und gesalzene Erdnüsse. Dann starte ich jetzt mal direkt mit der Marinade und ich habe ja hier die Zutaten bereits abgewogen. Ihr könnt hier einfach alle Zutaten in einen Messbecher oder in eine Rührschüssel geben und schön verrühren. Sojasauce ist ja sowieso immer ganz gut, weil dadurch alles etwas würziger schmeckt. Hier noch die Currypaste, Pfeffer dazu. Und den Zitronensaft dazugeben. Das ist jetzt eine relativ große Zitrone, daher nehme ich jetzt erstmal nur die Hälfte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier noch ein bisschen nachsüßen, mit Honig zum Beispiel oder mit einem Sirup. Ich lasse es allerdings jetzt weg, da ich ja noch die Ananas verwende und die dann eben eine schöne natürliche Süße mit reinbringt. Gut, dann ist das Dressing erstmal fertig und kann zur Seite gestellt werden. Ich habe jetzt hier schon mal Wasser aufgesetzt zum Aufkochen. Einmal ganz normales Wasser für die Glasnudeln. Die dürfen nämlich einfach mit kochendem Wasser übergossen werden, müssen ziehen. Und noch ein Topf Wasser, da kommt gleich Salz dazu, damit ich die Bohnen, die aus dem Tiefkühlfach, darin nämlich kochen kann. Und jetzt habe ich hier meine Ananas. Ihr könnt die schneiden, wie auf der Verpackung auch abgebildet ist. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Man kann sie nämlich hier praktisch halbieren, dann vierteln und dann diese kleinen Schiffchen verwenden. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt lieber Ananasscheiben, dann nehmt ihr am besten einen Ananasschneider. Jetzt zum Anrichten finde ich aber die Scheiben schöner. Deswegen schneide ich Ananasscheiben. Und da ich jetzt Scheiben möchte, schneide ich die hier einmal durch und habe dann einzelne schöne Ananasscheiben. Die kann ich jetzt aber noch zur Seite legen. Dann kann ich die Zwischenzeit nutzen und schon mal die Frühlingszwiebeln fein schneiden. Ich gebe jetzt hier schon mal Salz zum Wasser und kann die Bohnen hier schön kochen, etwa 5 Minuten. Und sobald das andere Wasser kocht, könnt ihr es ausschalten und die Glasnudeln einfach darin ziehen lassen für 6 Minuten. Steht aber auch auf der Verpackung. Perfekt. Und dann habe ich jetzt hier schon mal meine Pfanne erwärmt. Da werde ich jetzt die Ananasscheiben drauf grillen. Die brauchen auch wirklich nur ganz kurz. Ich will sie ja eher roh lassen, aber ich möchte, dass sie so Grillröstaromen bekommen. Den Fisch könnt ihr auch gerne in der Pfanne hier zubereiten. Ich werde allerdings den Fisch draußen auf der Terrasse zubereiten, damit es hier drin in der Küche einfach nicht so stark nach Fisch riecht. Wir essen Fisch zwar ganz gerne, aber ich muss sagen, den Geruch zu Hause mag ich nicht so gerne. Daher weiche ich da gerne auf so einen Kontaktgrill um und grill den einfach draußen auf der Terrasse.
Und dann sind wir im Prinzip aber fast schon fertig. Es wird dann nur noch alles zusammengefügt. Die Bohnen habe ich schon abgegossen, die Glasnudeln genauso. Und dann gebt ihr da direkt das Dressing drauf, damit es schön warm einziehen kann. Mein Grill draußen ist auch schon warm. Das heißt, ich warte jetzt wirklich nur noch auf die Ananasscheiben. Die wende ich gleich. Den Fisch grill ich draußen und dann kann ich es schon anrichten. Dann noch die Erdnüsse ein bisschen hacken, einfach ganz grob. Die sind auch schön geröstet und gesalzen. Die gebe ich jetzt hier auch noch dazu, den Sesam genauso. Ein bisschen was behalte ich aber noch für die Dekoration und zum Anrichten. War ein richtig schnelles Rezept. Aber nicht weniger lecker als andere. Jetzt ist alles fertig, der Fisch ist auch perfekt und ich habe den Fisch jetzt heute nicht gewürzt, der war aus dem Tiefkühlfach. Finde ich immer ganz gut, wenn man Fisch aus dem Tiefkühlfach direkt hat, wenn man nicht unbedingt frischen Fisch auch bekommt bei sich vor Ort. Und der war auch schon mariniert mit Koriander und Limetten, deswegen habe ich den jetzt nicht mariniert, aber ansonsten könnt ihr auch gerne ein bisschen Koriander dazugeben oder Petersilie, wenn ihr möchtet, oder einfach den Fisch später mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt habe ich hier die zwei Ananasscheiben, da kommt der Glasnudelsalat dazu. Ihr könnt den Fisch auch klein schneiden und mit dem Salat vermischen, ganz wie ihr möchtet. Und jetzt alles schön zusammen anrichten. Ich bin nicht so der große Koriander-Fan, außer wenn es nur ein bisschen ist. Deswegen im Fisch passt es jetzt. Aber ich habe jetzt hier kein Koriander, sondern noch ein bisschen glatte Petersilie zum dazu anrichten. Wenn ihr aber gerne Koriander mögt, dann könnt ihr auch gerne Koriander noch dazugeben. So, den Fisch schneide ich jetzt noch ein bisschen. Dann noch Erdnüsse und Sesam drauf und Koriander oder Petersilie. Und dann darf heute der liebe Tolga probieren. Hallo. Hallo! Tolga, du bist schon Fan der asiatischen Küche, gell? Ja, ich liebe alles, was asiatisch ist. Sehr gut. Menschen, Essen, das Land. Warst du auch schon mal irgendwie Nein, in Asien? Nicht.
neuen Teil halt einmal, aber schade. Gerne nach Korea. Ich würde mitgehen. Gerne. Ja, machen wir Sally on Tour. Also darfst du gerne probieren. Das war ein ganz schnelles Rezept. Mhm. Ein Glasnudelsalat mit, okay, man sieht es eigentlich, mit gebratener Ananas und Fisch. Bist du Fischfan? Ja. Ja? Okay. Ich nicht so, aber... Oh, das sieht gut aus. Ja, sieht schön aus, gell? Ich bin nicht so ein großer Fischfan gewesen immer, aber eigentlich muss ich sagen, wenn er gut gewürzt ist und gut gemacht ist und nicht so sehr nach Fisch schmeckt, dann mag ich ihn doch ganz gerne. Ich glaube, ich bereite ihn einfach nur nicht gern im Haus zu. Draußen ja, geht's. Immer, ne? Ja, draußen finde ich so auf der Terrasse ist voll okay. Wir blenden es nicht in groß ein. Und? Die Ananas, gell? Ja, richtig gut. Ja, ich mag voll gebratene Ananas. Ich find, die Edamame passen auch perfekt dazu. Oh, sehr schön. Sehr gut. Das freut mich. Und ich finde, also man könnte jetzt natürlich auch die Ananas, die hätte man auch klein schneiden können und im Salat so mit untermischen, aber ich finde es so schöner. Aber wenn man vielleicht so einen Glasnudelsalat für irgendwie aufs Buffet oder so macht, kann man es vielleicht mit reinschneiden, dann wäre es einfacher. Der Fisch ist auch, hast du den auf dem Grill gemacht? Oder? Mhm, draußen auf dem Kontaktgrill. Der ist richtig gut so. Das freut mich. Ja, falls ihr auch dieses schnelle Rezept nachmachen wollt, dann findet ihr die Zutaten natürlich wie immer beim Lidl. Da ist auch gerade die Asia-Aktionswoche. Und bereitet das Rezept gerne zu, schreibt mir euer Feedback, probiert das Rezept aus und postet ein Foto, markiert mich und Lidl darauf. Dann reposten wir auch eure Gebilde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das Rezept gibt es wie immer auf lidlkochen.de.